Hallo, ich war bei Rossmann einkaufen, hab so ein kleines Tütchen zusammengesammelt und es sind viele Angebote dabei, deswegen wollte ich euch das mal kurz zeigen. Rossmann hat ja aber leider immer nur die Angebote einschließlich Freitag, Samstags nicht mehr, das ist immer so ein bisschen doof. Deswegen fangen wir mal an. Zwei Teile sind dabei, die hab ich letzte Woche gekauft, die waren leider letzte Woche im Angebot, deswegen bringt euch das jetzt diese Woche nichts mehr. Und das wären einmal diese Airwick Duftstecker. Da ist jetzt eine neue Duftrichtung Spaziergang im Morgenwald. Soll dann halt diese Live-Scents, die Düfte, die sich halt verändern. Taufrische Blätter, wilder Rosmarin und Brombeeren. Ich rieche irgendwie nur Brombeeren. Aber ja, ich habe jetzt im Moment noch den Omas Backstube drin. Aber es wird ja jetzt wärmer, dann kann das ja raus. Oder wenn es halt leer ist, dann kommt der halt rein. Ich habe unten noch eine Kiste, wo ich dann das, was abgearbeitet ist, da reinkommt. Dann, wie gesagt, letzte Woche war im Angebot dieses Cillit Bang Aktivschaum. Das mag ich sehr, sehr gerne, weil wir haben halt eine Badewanne, die halt in so eine Nische fast halb reingeht, wo man schlecht hinkommt. Und da kann man super halt die Fliesen und alles einsprühen. Der Schaumstrahl kommt gut raus, dass auch alles getroffen wird. Und dann lasst ihr es einfach einwirken, dann läuft es halt runter und dann kann man das mit Wasser abwaschen. Und davon habe ich gleich zwei Flaschen gekauft. Eine ist schon im Bad in Benutzung und die steht jetzt hier noch im Vorratsschrank. Kostet sonst, glaube ich, 5 Euro. Und wenn die im Angebot ist, dann kostet das, glaube ich, 2,50 € oder knapp 3 €. Also ist schon echt eine Ersparnis. So, dann kommen wir jetzt zu aktuellen Angeboten. So. Meine All-Time-Favorites sind ja die WC-Steine, Blaue Kraft aktiv. Da habe ich die Ozeanfrische. Nicht nur einmal. Nicht nur zweimal. Nicht dreimal. Moment. Sondern viermal. Die sind jetzt gerade reduziert auf 1,29 € und da die ja nicht genug sind, gibt es gerade, oder gibt es schon länger, aber jetzt nicht bei Rossmann, Limited Edition einmal Rio Karneval und Hawaii. Und die riechen recht blumig, also Hawaii riecht noch besser. Erinnert mich so ein bisschen an irgendeinen Kindheitsduft. Kann ich jetzt nicht beschreiben oder kann ich jetzt nicht sagen, was, aber an irgendeinen Kindheitsduft. Ja, weiß nicht. Also die beiden habe ich dann auch noch. Also WC-Steine haben wir dann jetzt erstmal genug. Dann liebe ich ja die Swiffer Anti-Staubtücher. Die habe ich bei mir immer hinterm Schreibtisch stehen, weil ich die halt gerne im Wohnzimmer mal benutze. Gerade so auf dem Laptop, da bildet sich viel Staub, weil ich den dann auch mit ins Bett nehme und so. Und da sind 36 Tücher drin. Kommt man relativ lange mit aus. Kostet sonst, wenn ich mich recht erinnere, 5 € oder sogar 6 €. Also nicht billig. Und die sind jetzt gerade im Angebot, glaube ich, für 4 € ungefähr. Ja. Also die habe ich geholt und kann ich echt empfehlen, weil ich halt immer nichts von diesen feuchten Swiffer-Sachen, sondern immer nur diese Staubmagnet-Dingern. Und die sind echt super. Das. Dann, hier habe ich den Kassenbeleg. WC frisch, Kraft aktiv. Also, genau, das waren ja 4 Stück. Glasentscheid. Also,
Ich muss gerade mal, hier sind nur ein paar Teile drauf. 4,49 € kosten die Swiffer-Tücher und dann kostet, ich glaube, sonst 6 €. Ja, ungefähr so. Ja. Dann nehmen wir immer feuchte Tücher, Babysachen. Hip ist auch gerade im Angebot für. Moment. 3,49 €. Ja, die habe ich geholt. Auch so Alltime. Auch manchmal habe ich, also ich habe auch ein Paket immer mal am Schminktisch zum Abputzen oder die Hundeschnauze, die Falte, also die werden auch so allzweckmäßig benutzt. Dann, das war nicht im Angebot, aber brauchten wir Somat Spezialsalz, aber das hat auch nur, glaube nur 90 Cent gekostet. Somat-Salz 95 Cent. Also wie gesagt, brauchten wir unbedingt, weil unsere Spülmaschine schon angezeigt hatte. Deswegen einfach mal Spülmaschinensalz. Dann mein Portemonnaie liegt hier auch noch drin. Ja, dann habe ich noch ein Waschmittel von Softlan Traumfrisch. Die sind auch im Angebot gerade für nur 90 Cent. Ich habe jetzt einfach gegriffen, glaube ich. Ja, riecht aber auch gut. Ich glaube, ich habe einfach nur gegriffen, weil der so dunkel war und ich dachte, das wäre irgendwie so dieser blaue, aber riecht Gott sei Dank gut. Ja, den habe ich gekauft und dann habe ich noch. Von Manhattan liebe ich ja diese Last and Shine Nagellacke. Und die sind jetzt gerade mit einem gratis Strengthener. Also so ein Nagelhärter. Also das hier. Na, fokussiere doch mal. Ja, den hier. Und gibt halt verschiedene Farben. Und ich habe mir den Sweet Dreams ausgesucht. Bin mal gespannt, ob der auch so schön Frenchie-mäßig auf den Nägeln aussieht. Und ja, hatte gekostet 2 € und. Und wie gesagt, dann ist halt dieser Nagelhärter gerade. So, und auf den bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Und dann ein letztes Produkt, was aber leider schon leer gefuttert wurde. Mein Mann hat sich drüber hergemacht, aber da ist auch nicht viel drin. Und zwar habe ich Mini-Schoko-Reiswaffeln gekauft von Enna Bio. Und auf die Enna Bio Sachen von Rossmann ist gerade 20%. Egal, was man aus der Enna Bio Reihe nimmt. Und ich selber mag eigentlich gar nicht so die Reiswaffeln. Es sei denn, die von DM oder Alnatura Vollmilch mit Kokosnuss drauf. Die sind lecker, aber ich finde immer die großen einfach zu groß. Und das sind so Mini-Dinger gewesen, die man gut in den Mund stecken kann und halt mit Vollmilch. Und mein Mann war auch sehr begeistert davon und sagte, ja, ich kann da mal noch ein paar Tütchen kaufen, weil ich gar nicht gewusst habe, wie teuer die waren. Ich habe halt die Tüte genommen und habe gesehen 20% und dann war es das. Und die haben dann letztendlich an der Kasse 79 Cent gekostet. Also kann man jetzt nicht meckern. Und da werde ich jetzt dann, ja, morgen, übermorgen, also die Woche, nochmal so zwei, drei Tüten oder so holen, weil ist ja halt ein gesunder Snack als Süßigkeit und ja. Insgesamt war dann der Rossmann-Einkauf abgezogen von dem Duftstecker und dem WC, also diesen Aktivschaum, 20,67 €. Ja, das war der Rossmann-Einkauf. Ja, ich hoffe mal, ihr konntet damit irgendwie was anfangen. Und ich lade den dann ja die Woche noch hoch, weil sonst bringt das ja nichts. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal.